Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 2. Ja, ich habe ja gesagt, wir gehen zum Typen, zum, Greetings. wie heißt er? L6. Ich weiß nicht. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Krass. Ich hätte es nicht gedacht. Direkt so ein Volltreffer in der ersten Folge. Oh, unser Gürtel ist ja schon gut. Ich finde eigentlich nur mal aktuelle Handschuhe und Schuhe. Sehr schön. Und Rüstung auch noch vielleicht. Sehr schön. Wunderbar. Ich könnte eigentlich gerade... Ich bin gerade irgendwie ein bisschen sprachlos darüber, wie sich das entwickelt hat. Tja, nun denn. Die einzigste Frage ist, ob ich mir gerade stelle, warum wir keinen Schuh finden. Naja, egal, was soll's, es geht ja weiter. Wir wollen ja hier ein bisschen Action-Gameplay zeigen. Auch wenn es nicht so actionreich ist und das Spiel hier tausendmal let's played wurde. Weil ich finde, es ist halt eins der wirklich... Es hat Kultstatus. Muss man einfach mal sagen. Es hat Kultstatus. Ja. Dann gehen wir weiter. Und keine Ahnung, irgendwelche Zombie-Viecher, die uns alle irgendwie haben wir keine Gegner gerade. Ich dachte, ich könnte jetzt voll hier so Action-Gameplay oder sonst was starten, aber irgendwie nö. Dann zerbrechen wir halt Grasen, das bringt Glück, habe ich gehört. Greif auf letzte Folge zurück, erwähne nochmal dasselbe. Idiot. Das haben wir doch schon alles erlebt in der letzten Folge. Déjà vu, ja. Oh, der Bogen sieht interessant aus. Der könnte interessant sein. Und er ist es nicht. Aber er lässt sich verkaufen. Wenigstens das, also Geld verdienen damit. Falle. Falle. Ich höre nur noch das Geräusch höre und dann einfach nur noch wegrenne. Falle. Also mehr Glück kann ich nicht mehr haben. So viel Dinger wie ich zerstört habe. Oder war es Pech? Oh. Krasser Scheiß. Wie die versucht mich zu killen, das Vieh. Aber man merkt schon, ich bin dann schon widerstandsfähig. Hat dem nichts gebracht. I am overburdened. I need mana. Das brauche ich auch nicht mehr. Falle? I can't carry anymore. Ich will nicht sagen, dass das voll ist. Doch, es ist voll. Tatsache. Ja, gut, dann war es halt voll. Gib ich hier gern zu. Ich
weiß nicht, ob ich jetzt flüster, laut bin oder leise. Immer wenn ich vorher hier aufnehme, nehme ich über ein anderes Programm meine Stimme auf. Entweder bin ich dann mega laut oder mega leise. Deswegen versuche ich gerade so einen Mittelweg zu finden, bis ich mir das vernünftigste Headset aller Zeiten leisten kann, was mich sage und schreibe 110 Euro kosten wird. Da geht es in die 3 herein, da wollen wir noch nicht hin. Zuerst muss ich klug. Sehr schön. Läuft. Es läuft, liebe Leute. Naja, wenigstens keine Falle. Oh. Ich sag, wir gehen runter. Wir gehen als erstes. Immer runter. Der Typ sich bald noch stärker fühlt, wäre mal gut zu wissen. Ist ja nicht so als Ort. Da. Irgendwie sind das... Da bin ich... Gegner. Dann gehen wir hier lang. Die haben sich nur schlafen gelegt, liebe Kinder. Problem ist, die Viecher können die kleinen dummen Zombies wiederbeleben, und wenn sie das tun, dann ist das nicht so dolle für mich. Das Ding ist, warum ich die Dinger hier eigentlich zerstöre, ist, weil ich hoffe, dass ich irgendwas Cooles finde, was ich noch mitnehmen kann. Was sinnvoll ist, nützlich ist, wie auch immer. Waffenständer bringt meistens eh nichts Gutes. Ich kümmere mich jetzt um den Sarg. Kommen hier wenigstens keine Zombies raus. Das ist gut gemacht worden. Das wow. Kleine Truhe. Also das ist schon realistisch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leichen damals in Ägypten in so einem Sarkophag gesteckt wurden. Sarg kann man es ja nicht nennen. Oder könnte ich doch sagen, Sarg. Einfach ein Ring. Ich liebe Ringe. Ja. Was ist geschenkt? Gibt's auch noch. Gibt's auch den Geist auf. Oh, da ist ein ganz den mach ich vor Gott. I can't carry anymore. Ich finde, das läuft super. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich könnte jetzt das, dann könnte ich den Mana-Trank mitnehmen. Bin immer noch gut dabei. Besser müssen was. Wüstenflügel. Ich glaube, die sind Wüstenfledermaus oder sowas. Oh, guck mal da, eine Wüstenfledermaus. Die wird uns töten. Nein. So, das. Das ist eine Falle. Aber eine unnötige. Da ist noch was. Dann... Gehen wir weiter hier längst. I am overburdened. Jupp, das ist das Zeichen zum Verkaufen.
Vergiftet werden wir ja eh nicht mehr. Also selbst wenn es bringt. Nö, ich hab keinen Bock dir zuzuhören, alter Mann. Alter Mann in Frauenkleid, das wird's treffen. Wie man sieht, das kann ich schon reparieren. Kriegt noch jede Menge Schotter, das auch. Giftresistenz brauche ich noch nicht mehr. Das sehen wir noch. Das. Ich könnte ja eigentlich wieder Geld sparen, aber es bringt mir irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Wir kommen immer wieder auf 90.000 und dann wäre auch gut, ich könnte noch mehr. Ich hatte mal mehr. Und, aber wozu das Ganze immer aufheben? Das war schon. Aber bisher würde ich sagen, meist genutzt der Pfeil. Ist dieser Brandschuss wieder. Aber auch nicht. Außer eine Falle, die mir nichts antut. Fragezeichen. Dann müssen wir doch in die Richtung. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wow! Massen an Gegnern. Ist aber kein Problem. So. Schaffen wir das noch in der Minute? Es gibt zwei Sachen, drei Sachen, die mir dazu jetzt einfallen, aber irgendwie gefällt mir alles nicht, was ich jetzt an Möglichkeiten habe. Ich könnte jetzt den Part beenden. Ich könnte allerdings noch was holen und dann weitermachen. Ah, ja, wird schon passen irgendwie. Not enough mana. Retten wir unseren Kumpel mal hier. So, haben wir den auch noch gerettet. Nehmen wir das Inventar. Und wir haben was gefunden. Und zwar den Hurratrim-Würfel. An sich eine besten Sachen überhaupt, und das macht das Spiel so richtig vielseitig. Ich hätte mit mehr Gegnern hier drin gerechnet und härter. Aber so wie es im Leben normal ist, wird man mal enttäuscht. Dann hören wir gerade noch Deckard Cain zu, was er zu melden hat. You have quite a treasure there in that Horadric cube. According to Horadric lore, the cube can restore a Horadric staff. To do it, use the cube as you would a scroll. When the cube opens, place both pieces of the staff into it and use the cube's transmute power. You'll be pleased to know that the cube has other alchemical uses as well. 6 gems plus 1 sword transmute into a socketed longsword. You may also transmute 2 quivers of crossbow bolts into 1 quiver of arrows, while 2 quivers of arrows yield 1 quiver of bolts. I must leave it to you to discover other formulae. Ja, danke Deckard Cain, und dann würde ich sagen, was das? Bis in der nächsten Folge von Let's Play Diablo 2.